Heute beginnt hier am Landesgericht Linz der Prozess um einen der furchtbarsten Tötungsdelikte des letzten Jahres. Es geht um den Tod der 60-jährigen Hertha H., die im Oktober von dem American Staffordshire Terrier Elmo und zwei weiteren Hunden auf ihrer Joggingrunde in der Nähe ihres Hauses totgebissen wurde. Heute muss sich die 38-jährige Hundebesitzerin wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Nach der tödlichen Beißattacke im oberösterreichischen im Machland wird der Besitzerin der Hunde Kerstin N. fahrlässige Tötung vorgeworfen. Bei der Staatsanwaltschaft geht man davon aus, dass alle drei Hunde, mit denen die damals 37-Jährige unterwegs gewesen war, zugebissen hatten. Ein DNA-Abgleich hätte das auch bewiesen. Der starke Rüde Elmo schmiss die 60-Jährige auf dem Feldweg nahe ihres Hauses um und biss etliche Male zu. Und auch die anderen Hündinnen sollen auf das wehrlose Opfer, das bereits am Boden lag, losgegangen sein. Hertha A. starb noch vor Ort und wurde dermaßen hergerichtet, dass ihr Ehemann sie nur mehr anhand ihrer Kleidung, die sie getragen hatte, wiedererkannte. Wenige Stunden nach der Attacke wurde Elmo eingeschläfert. Vor Gericht muss sich die mittlerweile 38-Jährige heute wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. In den wesentlichen Punkten ist sie geständig. Überfordert mit den Tieren sei sie jedoch nicht gewesen. Es drohen ihr heute bei Gericht bis zu 3 Jahre Haft. Ich habe Frau Dr. Breitenieder bei mir. Sie ist die Sprecherin der Staatsanwaltschaft hier am Landesgericht in Linz. Und dieser tragische Tötungsdelikt eben, wo der Staffordshire Terrier die 60-jährige Frau totgebissen hat und wie man jetzt erfahren hat, eben nach den DNA-Spuren, dass auch die beiden anderen Hunde, Staffordshire Terrier auch, da mit dabei waren. Und jetzt geht es darum, wie schaut es jetzt mit dem Strafrahmen eigentlich aus für die Hundehalterin? Rechtlich lautet unser Vorwurf grob fahrlässige Tötung. Dafür ist ein Strafrahmen von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe vorgesehen. Wie glauben Sie, wird es eher im oberen oder im unteren Teil des Strafmaßes sein? Wie dann das Urteil konkret aussehen wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Das wird natürlich dann vom Gericht zu entscheiden sein und wird sicherlich auch auf die Verantwortung der Angeklagten in der heutigen Verhandlung ankommen. Was wird jetzt genau vorgeworfen in der Anklageschrift? Der Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie die Hunde nicht unter Kontrolle hatte, dass sie gleichzeitig mit 3 Hunden unterwegs war, obwohl sie hier keine entsprechende Kontrolle über die Hunde gehabt hatte, sodass sich die Hunde einerseits in die Joggerin verbeißen konnten und sie dann auch nicht mehr in der Lage war, die Hunde rechtzeitig vom Opfer wegzubringen, also weder durch Kommandos noch durch Körperkraft, um das Opfer retten zu können. Man hat ja gehört, dass die Leiche dann vom Ehemann identifiziert wurde und der das nur mehr anhand der Kleidung konnte. War das wirklich so schlimm, diese Bisswunden bei der Frau? Wissen Sie da etwas Bescheid? Die Todesursache war ein massiver Blutverlust, wirklich aufgrund von unzähligen Bissen. Der Prozess ist nur für 1 Stunde anberaumt. Warum? Die Entscheidung, wie lange ein Prozess anberaumt ist, obliegt dem Gericht und wird aufgrund der Einschätzung des Prozessrichters getroffen. Das heißt, vermutlich ist die Dame geständig. Weiß man da was? Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Das wird von der Verantwortung der Angeklagten abhängen. Ich gehe davon aus, das Gericht hat das entsprechend eingeplant. Danke vielmals. Es gibt ja dann noch die Möglichkeit, eine Zivilklage seitens der Angehörigen wegen dem Tod. Weiß man da was? Wenn sie jetzt schuldig gesprochen wird, besteht da dann eine Chance? Grundsätzlich besteht im Strafverfahren immer die Möglichkeit, sich mit zivilrechtlichen Ansprüchen als sogenannter Privatbeteiligter anzuschließen. Auch das wird dann im Rahmen der Verhandlung zu entscheiden sein. Frau Doktor, danke vielmals. Ja, soweit hier vom Landesgericht Salzburg, vom Landesgericht Linz, bitte um Entschuldigung, wo in Kürze eben der Prozess gegen diese 38-jährige Hundehalterin stattfinden wird.